Auf diesem Plan haben wir die Umrisse der Hängung hier im Raum aufgezeichnet. Und da haben wir dann auch noch die Maße der einzelnen Werke vermerkt und auch so etwas wie den Abstand zwischen den Aufhängungen und den Abstand vom oberen Ende der Wand, sodass wir diese Hängung für den neuen Raum detailgetreu übernehmen können. Dieser Umzug ist besonders, weil wir für die Aufhängung hier im Raum uns inspirieren lassen von einer historischen Aufhängung. Diese Werke haben nämlich schon mal so im Privathaus des Sammlers gehangen. Natürlich nicht eins zu eins, es gibt auch Werke, die verloren gegangen sind zum Beispiel. Aber wir lassen uns daran inspirieren, an Bildern und Plänen, die wir von diesen Aufhängungen haben. Ich mache mein FSJ hier im Museumsquartier Osnabrück. Dabei helfe ich vor allem bei Ausstellungsauf- und Abbau und gucke auch sonst, was hier so anfällt. Da bin ich eigentlich bei den meisten Sachen dabei. Wir können natürlich trotz der Corona-Krise weiterhin Ausstellungen umbauen. Das ist natürlich jetzt schade, dass wir so schöne Ausstellungen hier im Haus fertig vorbereitet haben. Es gibt aber die Besucher eben nicht ins Haus lassen können.